Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. Hallo liebe KiCad-Freunde, ich bin angesprochen worden, wie man kompliziertere Flächen im KiCad zeichnen kann, im Footprint-Editor als Kupferflächen. Dazu habe ich mir hier mal eine Bibliothek-Tutorial mit dem Footprint-Flächen erstellt. Und wie kann ich das machen? Also ich habe einmal halt anders, fangen wir erstmal hier an. Wir haben einmal hier die Zeichenwerkzeuge, Rechteck, Kreis und Polygon. Mit denen kann ich entsprechend zeichnen, indem ich hier mir meinen Raster einstelle. Zum Beispiel hier auf 1 mm oder 0,1 mm kann dann entsprechend zeichnen. Kann ich euch mal zeigen. Also wenn ich das jetzt hier mache, habe ich einen Kreis. Ich wähle hier F Kupfer aus, sage jetzt diesem Kreis hier die Eigenschaften zu, dass er eben hier auf F Kupfer liegen soll und als gefüllte Form. Und schon hätte ich eine Kupferfläche. Die würde jetzt mit Lötstopplack verdeckt werden. Dann kann ich jetzt hier drauf gehen und sagen Steuerung C, Steuerung V. Sehen wir jetzt hier, lege ich diese Fläche hier komplett nochmal drauf ab, gehe hier noch meinen Eigenschaften und überdecke diese Fläche mit F-Mask. Also F-Mask ist immer die Freistellung der Lötstoffmaske. Da haben wir einfach F-Mask für die Oberseite, B-Mask für die Unterseite. Und wenn ich jetzt hier mal, es wird jetzt verdeckt, die Kupferfläche ausblende und F-Mask wieder einblende, dann sehen wir hier natürlich noch eine Sache, die sollte nicht hier da sein. Das war aus dem vorhergehenden Test. Also wir sehen jetzt hier F-Mask und hier Kupfer noch drüber gelegt. Jetzt wäre das eine freigestellte Kupferfläche. Wenn ich kompliziertere Formen habe, kann ich hergehen im KiCad, kann mir hier mit dem Sketch so eine Datei zeichnen mit den exakten Maßen hier im Sketcher. Hier richtig bemaßt mit Radien und allen möglichen Schickimicki als CAD-Zeichnung, exportiere die dann als DXF. Das habe ich hier auch schon mal gemacht, sage die exportiert, gehe dann hier rauf und sage in meinem Footprint importieren grafische Elemente. Habe das hier schon mal ausgewählt. Hier Skalierung 1 mit, wir wollen sie ja nicht ändern, 0,05 mm. Wir lassen sie hier den Haken rausnehmen, wir wollen sie frei platzieren oder sie wird hier, wenn ich reinsetze, auf Nullpunkt platziert. Wir lassen es mal auf F-Silkscreen. Mit F-Kupfer hatte ich ein bisschen Probleme, da ging das nicht immer. Sagen dann okay, dann hängt das jetzt hier dran. Ich kann das jetzt entsprechend da positionieren, wo es hin soll. Jetzt habe ich das hier drin liegen. Achtet darauf, dass hier alle Auswahlelemente angelegt sind. Dann markiere ich mir das mal, sage jetzt hier Gruppierung aufheben. Jetzt sind das also einzelne Linien. Jetzt markiere ich mir diese Linien nochmal alle. Sage Rechtsklick-Auswahl erzeugen, Polygon-Auswahl erzeugen auf dieser Mittellinie. Und jetzt hat er das hier schon automatisch in die F-Kupfer reingelegt. Er übernimmt das dann eben in F-Kupfer als grafisches Element. Wenn ich vorher jetzt einen anderen Layer ausgewählt hätte, würde der jetzt zum Beispiel bei F-Silkscreen liegen. Ist aber nicht so schlimm, wenn wir jetzt diese Fläche haben. Kann ich hier auf Eigenschaften gehen, kann hier wieder das Layer zuweisen, was ich haben möchte. In dem Fall lasse ich es jetzt bei F-Kupfer. Gefüllte Form wollen wir natürlich auch haben. Sagen, okay, dann haben wir es hier schon ausgewählt. Auch hier müssen wir jetzt wieder eine Freistellung machen. Da sagen wir hier wieder Steuerung C, Steuerung V. Positionieren unsere Fläche hier exakt wieder auf diesem Element drüber, sagen hier wieder Eigenschaften von der Kopie und in dem Fall hier F-Mask und dann liegt das hier schon drunter, können wir nochmal kontrollieren. Kupfer ausblenden haben wir jetzt hier F-Mask wieder freigestellt und damit wäre unsere Kupferfläche gezeichnet und ich hätte die jetzt auch freigestellt auf meiner in meinem Footprint und könnte dort jetzt also dann auch entsprechend Bauelemente anlöten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.